Ja, in diesem Video geht es unter anderem jetzt darum, nochmal zu wiederholen, was wir ja schon hatten, dass wir nämlich gucken wollen, wie findet also die Atombindung statt, und zwar mit Hilfe des Kugelwolkenmodells. Ein Beispiel hatten wir ja schon, nämlich beim Sauerstoff. Und was noch wichtiger ist, da diese Zeichnung ja etwas umständlich immer ist, wie kann ich dann die Lewis-Schreibweise dafür benutzen, um das Ganze besser oder vereinfachter darzustellen? Bevor wir dahin kommen, aber noch mal eine Überlegung, und zwar: Warum halten eigentlich Atome in Verbindung zusammen? Das erste zu den Ionenverbindungen hatten wir ja schon. Das war ja relativ einfach, nämlich die negativen und die positiven Ladungen ziehen sich an. Also beim Natriumchlorid habe ich ja Na plus und Cl minus, und die ziehen sich wegen den unterschiedlichen Ladungen an. Ziehen sich wegen verschiedenen Ladungen an. So halten die zusammen. Wie sieht es jetzt beim Chlor aus? Das ist auch ähnlich im Prinzip wie beim Sauerstoff. Ich habe zwei Atome, die eben über eine Atombindung zusammenhalten. Wobei Chlor habe ich jetzt als Beispiel hingeschrieben, aber im Prinzip könnte es auch jedes andere sein, jedes andere Beispiel, wo ich zwei Atome habe. So habe ich hier eine Skizze dazu gemacht. Das Ganze ist jetzt ein vereinfachtes, also noch ein weiterer vereinfachtes Kugel-Wolken-Modell. Und zwar habe ich alle Elektronenwolken weggelassen, die nicht bei der Bindung beteiligt sind. Normalerweise müssten es ja vier sein. Hier habe ich jetzt nur eins, und das, und zwar das Elektronen, nee, Moment, die Kugelwolke oder die Elektronenwolke, die eben gemeinsam benutzt wird. Und dazu habe ich dann hier noch Atomkern von beiden Bindungspartnern und war die Frage ist jetzt also, warum hält das eigentlich zusammen? Bei Natrium und Chlor habe ich unterschiedliche Ladungen. Hier habe ich aber keine Ionen. Aber ich habe trotzdem Ladung und auch unterschiedliche Ladungen. Dazu nutze ich jetzt zwei Farben, um das zu verdeutlichen. Was habe ich denn für unterschiedliche Ladungen? Ich habe natürlich auch wieder positive und negative Ladungen, aber eben nicht in Form von Ionen, sondern hier in Form von Elementarteilchen beziehungsweise den entsprechenden Ladungen. So habe ich ja zum Beispiel hier das negativ geladene Elektron, und dieses negative Elektron und der Kern, der ja positiv geladen ist, die ziehen sich an. Hier habe ich auch eine Anziehung, hier ebenfalls und hier ebenfalls eine Anziehung. Also, na, um es nochmal deutlich zu machen, Anziehung bedeutet dieser grüne Pfeil. Nochmal warum? Weil ich unterschiedliche Ladungen habe. Das ist positiv und das ist negativ. Nun ist es ja auch so, dass ich gleiche Ladung habe, nämlich ich habe zwei Elektronen. Diese Elektronen stoßen sich natürlich ab. Und auch die Kerne für sich stoßen sich ab. Aber wenn man einfach mal, Moment, ich schreibe es gerade auf, Abstoßung. Wenn man einfach jetzt mal die Anzahl der Pfeile betrachtet, so habe ich natürlich viermal eine Anziehung und nur zweimal eine Abstoßung. Und das ist der Grund, warum das Ganze zusammenhält. Das heißt, letztendlich ist es so, die Kerne ziehen die gemeinsamen Elektronen beide an. Die Kerne ziehen beide die gemeinsamen Elektronen
an. Und so hält das zusammen. Okay, jetzt gehen wir nochmal zu konkreten Anwendungen. Das heißt, wie findet also die Bindung statt bei anderen Beispielen? Und dazu gehe ich hier auf eine Seite, wo ich ein paar Beispiele habe. Ich möchte euch das mal verdeutlichen, wie man das also machen kann. Zunächst mal, wir wissen ja jetzt, wir haben Überlappung, um so den Edelgaszustand zu erreichen. Jetzt habe ich hier zwei Chloratome. Chlor, siebte Hauptgruppe, 7 Elektronen auf der äußersten Schale. Das habe ich hier gezeichnet. Überlappung könnte zum Beispiel so geschehen. Das heißt, ich habe jetzt eben, wie gewünscht, um es nochmal zu verdeutlichen, meinen Edelgaszustand, denn ich habe hier 8 Elektronen und ich habe hier 8 Elektronen. So, jetzt ist die Darstellung auf diese Art und Weise natürlich sehr umständlich. Deshalb möchten wir es gerne anders machen. Und zwar haben wir ja schon die Lewis-Schreibweise kennengelernt. Wir machen es gerade mal so, dass wir für die einzelnen Chloratome die Lewis-Schreibweise festhalten. Ich mache es so, wie ich es vorher hatte. Ich hatte hier oben, links, oben und unten jeweils ein gepaart oder ein Elektronenpaar und auf der rechten Seite ein freies Elektron, einzelnes und auch hier entsprechend drei Elektronenpaare und ein freies. Jetzt sind die beiden ja zusammen. Was sich ändert ist, dass ich eigentlich keine freien oder einzelnen Elektronenpaare mehr habe, sondern ich habe hier ein gemeinsames Elektronenpaar. Und das zeichnet man dann einfach eben so ein, dass man die Chloratome näher beieinander zeichnet und alle Elektronenpaare, die ich schon vorher hatte, die zeichne ich wie vorher ein. Und jetzt habe ich ja die zwei Elektronen, die hier in einer gemeinsamen Elektronenwolke vorliegen. Und das zeichne ich eben, indem ich nun einfach hier für diese zwei gemeinsamen Elektronen einen Strich einzeichne. Das ist jetzt ein bisschen dick, dadurch, dass ich da drüber gemalt habe, aber man macht normalerweise einfach einen einfachen Strich. Auch hier kann ich kontrollieren, ob das in Ordnung ist. Habe ich wieder meine Elektronen, meine Edelgasregel erfüllt? Ich betrachte nur jetzt eben auch dieser Strich, der dazwischen ist. Auch das 8 Elektronen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und genauso natürlich hier. Ein Begriff dazu, man sagt zu diesem Elektronenpaar, was dazwischen steht, das ist auch das Bindungselektronenpaar. Also das ist das Elektronenpaar oder ein Elektronenpaar, das die Bindung ausmacht. So, das Ganze funktioniert jetzt eben auch hier bei Wasserstoff und Chlor. Ich habe eine Überlappung. Und was ihr machen sollt, ist dann quasi genau das Gleiche, nämlich wieder mit Hilfe der Lewis-Schreibweise vor der Bindung, also wie es vorher war, es aufzeichnen und dann, wenn die miteinander verbunden sind, das Ganze aufzeichnen. Gleiche auch beim Wasser. Ich habe noch eine weitere Seite mit Beispielen. Auch hier können wir das machen. Ein kleiner Hinweis. Wenn ich jetzt beim Sauerstoff hier diese Überlappung bekomme, dann habe ich ja zwei überlappende Elektronenwolken. Das heißt, ich muss zwischen den zwei Sauerstoffatomen auch zwei Striche machen. Das ist eigentlich das Einzige, was zu beachten ist. Ja, diese Beispiele, die ich jetzt hier habe, die könnt ihr auch selber nochmal nachvollziehen.
Und dazu gibt es dann eben eine Übung. Und zwar sollt ihr, ähnlich wie ich das jetzt hier angefangen habe, diese Lewis-Schreibweise benutzen, um den Bindungszustand in verschiedenen Verbindungen zu bestimmen. Dazu findet ihr auf der Seite, wo ihr auch dieses Video hier verlinkt bekommen habt, einen Hinweis auf diese Seite hier. Ich habe es hier genannt Kugelwolken, Modellexperimente. Also muss man neu laden, damit ihr seht, wie es am Anfang aussieht. Es handelt sich hier so um kleine Applets, wo ich das Kugelwolkenmodell für verschiedene Atome eingebaut habe. Man kann sie bewegen, man kann sie drehen. In der Mitte ist immer so ein kleiner Punkt, anhand denen ich diese Modelle bewegen kann. Und auch hier könnt ihr das machen, was ich gerade eben gezeigt habe. Ihr könnt die Bindung sozusagen herstellen, indem ihr da was überlappen lasst. Eure Aufgabe ist das Ganze dann eben auch zeichnerisch mit Hilfe der Lewis-Schreibweise festzuhalten. Dazu arbeitet ihr bitte alle Aufgaben durch, die hier auf dieser Seite zu finden sind.